Leute, ich melde mich hier wieder mit einem neuen Commentary zurück und wir gucken uns mal wieder eine Map vom Endgame-DLC an. Und zwar haben wir hier Nebandan-Ebene und ich muss sagen, diese Map-Namen von dem neuen DLC, die sind echt merkwürdig, jedenfalls auf Deutsch. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber Kiasa-Eisenbahn, Nebandan-Ebene, Sabalan-Pipeline, was sind denn das für Namen? Ganz ehrlich, die kann man ja kaum aussprechen bzw. sich merken. Am Anfang habe ich mir halt gedacht, ja komm, sagst du mal alle Maps, als das gerade rausgekommen ist, und ich konnte mir gar nicht merken. Die hören sich auch so komisch an. Und ganz ehrlich, da hätten sie sich vielleicht ein paar einfache Namen ausdenken können. Aber nun gut, das ist auf jeden Fall hier Nebandan-Ebene. Ja, ganz komischer Name. Und wir spielen hier wieder als Verteidiger. Und falls ihr euch wundert, warum ich in letzter Zeit immer nur Verteidiger-Gameplays bringe, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar kriege ich da bessere Gameplays hin. Und hier, das ist auch immer ganz komisch. Nur wenn die Leute auf dem Motorrad fahren, du schießt gerade drauf und die steigen ab. Das ist voll unkontrollierbar, wo sie dann absteigen. Die sind dann irgendwo auf der Map. Eben war der ja so halb hinter mir. Da habe ich immer echt Probleme, die zu sehen. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja genau, Verteidiger-Gameplays gelingen mir irgendwie besser. Ich weiß es nicht, warum. Auf jeden Fall ist es für mich da einfacher, so ein paar Kills zu machen, weniger zu sterben. Okay, hier sterbe ich durch Pech. Das passiert leider auch ziemlich oft. Manchmal, okay, hier war es jetzt, weil das Haus da explodiert ist, beziehungsweise irgendwer da drauf geschossen hat. Ich werde hier zum Glück wiederbelebt. Aber manchmal passiert es auch einfach nur, während ich über irgendeine Wiese laufe und dann sterbe ich auf einmal und dann steht da Pech. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. So ein paar Bugs hat Battlefield 3 noch. Manchmal hier ging es gerade, aber manchmal kann man die Leute auch nicht richtig wiederbeleben. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe gestern versucht, den Powergamer zu beleben und der ist gestorben und ich war direkt da, als er gestorben bin und habe wirklich die ganze Zeit, wo er sozusagen wiederbelebt werden kann, versucht, ihn wiederzubeleben und es ging nicht. Ich habe alles probiert. Ich bin gesprungen, ich habe dauerhaft gedrückt, ich habe mehrmals gedrückt, ich habe den Defibrillator wieder eingepackt und wieder rausgeholt und keine Chance. Vielleicht, es gibt ja noch diesen komischen Quick-Revive-Tipp, vielleicht hätte es damit geklappt, aber den habe ich noch nicht so drauf, weil ich bin jetzt erst wieder, sag ich mal, relativ kurz wieder im Battlefield 3 drin. Ich habe das jetzt noch nicht so lange in letzter Zeit gespielt. Die letzten paar Tage auf jeden Fall jeden Abend. Das hat echt, macht im Moment halt riesig Spaß. Und ich habe ja am Anfang auch gesagt, dass dieser DLC eigentlich nicht so geil ist. Aber mittlerweile macht er mir einfach tierisch Spaß. Der ist wirklich nicht schlecht. Der Anfang, ja, der erste Eindruck hat da mal wieder so ein bisschen getrügt. Man darf eigentlich nicht gleich was dazu sagen, wenn das rausgekommen ist. Das ist meistens falsch. Jetzt habe ich den Fehler auch mal gemacht. Also immer erst die Klappe aufhalten, das machen ja viele. Und hier, zack, ist er weg. Bisschen Glück gehabt, aber mein Aiming wird auch so langsam wieder ein bisschen besser. Ich spiele im Moment sehr viel mit der AEK, weil die Waffe ist einfach nur genial, meiner Meinung nach. Ja, als Medic hast du natürlich dann so ein bisschen das Problem, wenn du gegen Fahrzeuge kämpfst, aber das geht ja eigentlich auch. Wenn dann halt ein paar Leute drin sind, die eine Stinger haben. Und im Moment macht es mir wirklich, wirklich viel Spaß. Also im Moment bin ich voll auf dem Battlefield 3 Trip. Ich hoffe mal, das bleibt auch noch so ein bisschen, weil das Spiel ist eigentlich ziemlich geil. Und eigentlich auch besser als Call of Duty, weil Call of Duty, keine Ahnung, ich habe es jetzt so oft gespielt und so lange gespielt und es ist immer irgendwie das Gleiche. Es ist wirklich kaum Abwechslung halt, weil hier in Battlefield 3 hast du halt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele verschiedene Maps, dann gibt es Fahrzeugkämpfe, dann gibt es so viele verschiedene Fahrzeuge, es gibt so viele Klassen, es gibt, okay, Klassen gibt es halt nur 4, aber trotzdem, es gibt überhaupt Klassen, die verschiedene Sachen können. Jede Klasse hat dann ihre Waffenanpassungen. Es gibt halt hier Helikopter und das ist einfach ganz geil, finde ich. Und deshalb hoffe ich mal, dass ich das jetzt auch mal wieder ein bisschen länger spielen werde, weil ich merke auch wirklich, dass ich besser werde in diesem Spiel. Am Anfang hatte ich immer so ein bisschen das Problem, ich habe überhaupt nichts getroffen und hier habe ich ein bisschen Pech, dass der mich auch noch erwischt. Aber je länger man es spielt, desto besser wird eigentlich der Aim und je besser wird das Movement. Man muss sich da halt so ein bisschen, sage ich mal, einfuchsen. Das klappt meiner Meinung nach nicht so gut wie bei COD. Bei COD, das legst du ein und ja, kannst es sozusagen, weil es wirklich nicht so schwer ist, finde ich, zu aimen. Der Aim Assist ist da relativ hoch. Hier bei Battlefield 3 sieht das meiner Meinung nach, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, anders aus. Da ist es echt ein bisschen schwerer, was zu treffen. Man muss wirklich ein bisschen üben und man merkt das auch, wenn da irgendwelche Anfänger drin sind, die kriegen meistens ordentlich auf den Sack. Also es gibt hier wirklich noch sowas, was ein Skill-Gap sein könnte. Das sehe ich bei COD eigentlich gar nicht mehr. Da hat jeder Noob irgendwie eine positive KD, wenn er will. Da kann rumcampen oder sowas. Aber hier, wenn du hier irgendwo rumcampst, das geht natürlich auch. Das machen die Körner 100er ja auch ganz gerne, muss ich ehrlich mal sagen.
Die liegen meistens mit irgendeiner LMG in der Ecke. Das geht hier natürlich auch, aber ich finde, man kann damit wesentlich weniger reißen als bei COD, wo man sich da irgendwie in ein zentrales Gebäude setzt und dann einfach nur auf die Leute drauf sprayt. Also es gefällt mir zum Zeit wirklich besser. Und ich muss sagen, es gibt hier auch wesentlich weniger Bullshit, würde ich einfach mal so behaupten, spontan. Weil ich ärgere mich eigentlich hier sehr selten. Okay, der Powergamer, der ärgert sich doch ab und zu mal. Okay, kann ich auch verstehen. Weil meistens ist es irgendwie so, wir haben echt das Glück, dass die ganzen, ja, Körne 100er Überpros, die sind im Gegnerteam. Und wir, was wir da drin haben, ja, das ist meistens unter aller Sau. Denn wir spielen ja als Medic meistens. Und wenn dann halt ein Gegner-Heli über uns kreist und uns dauernd basht und wirklich keiner aus unserem Team mal Engineer spielt, dann ist das natürlich ärgerlich. Aber wenn man dann selber Heli fliegt, ne, dann ist das ganze Gegnerteam voller Engineers mit Stinger und, wie heißt das andere Ding? Javelin? Ne, Javelin ist für die Bodenfahrzeuge. Igla. Und das ganze Gegnerteam hat diese Luftabwehrraketen und dann ist man einfach nur dran. Wir sind auch im Moment so ein bisschen dabei, Heli zu fliegen, ein paar Sachen freizuschalten. Das klappt eher noch nicht so gut. Liegt meistens daran, dass ich noch nicht so gut landen kann und dann, wenn ich gerade reparieren will, also zum Landen ansetze, dann gehe ich da meistens zu schnell runter und dann bumm, war es das. Dieses Gameplay ist jetzt auch nicht besonders geil. Ich wurde halt oft wiederbelebt, das ist relativ nett. Und hier, der Aim war doch mal wirklich gut. Ich sehe, dass ich hinten angeschossen werde, drehe mich um und erschieße und bin sogar noch suppressed und treffen und kill ihn natürlich auch. Also das ist schon mal so eine Sache, die hätte ich am Anfang hier sicherlich nicht hinbekommen. Und ich denke mal, wenn ich das jetzt noch so ein bisschen länger spiele, dann kann ich auf jeden Fall mal ein bisschen bessere Gameplays zeigen, auch mit ein paar mehr Kills. Ich meine, man muss vielleicht auch einfach mal auf die alten Maps irgendwann zurückgehen. Ich will euch jetzt erstmal alle neuen zeigen, weil, ja, da ist es einfach so, da spielen halt jetzt nicht die ganzen Pros. Hier siehst du wirklich nur Körnel im zweistelligen Bereich, also ab Körnel 10 eigentlich. Und wenn du halt auf den alten Maps spielst, dann sind da auch eher schon die schlechteren. Auf jeden Fall, wie gesagt, mir gefällt das DLC mittlerweile echt ganz gut. Ich würde es jetzt sogar direkt hinter, ja, sag ich mal, als erstes fand ich ja Aftermath am besten und dann Back to Karkind und ich würde es direkt auf Platz 3 mittlerweile ordnen. Dann erst, so, ja, also Platz 3, dann dieses Endgame DLC. Auf Platz 4 dann Close Quarters und auf Platz 5, das ist dann natürlich Mordkill. Also damit wir die Rangliste hier nochmal vollständig haben. Und ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, holt euch das. Es kommt ja jetzt heute auch für die Xbox, also als Premium-Mitglieder raus. Und wenn ihr wirklich kein Premium-Mitgliedschaft habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch Aftermath und dieses DLC holt, Endgame. Das macht wirklich Spaß. Es gibt sogar auf den Eroberungsmap hier eine AC-130 und zwei Jets. Und das ist einfach riesengroß. Ich hätte nie gedacht, dass es hier eine AC-130 gibt bei Eroberung, aber die gibt es auch. Finde ich ganz cool. Ich dachte, die gibt es echt nur bei Mordkill. Und was ich noch kurz sagen wollte, ich habe rausgefunden, bei Damavand Peak bzw. Damavand Gipfel haben die neue MCOM-Station hinzugefügt. Da gibt es jetzt also hinter dieser im Tunnel noch eine. Das ist auch relativ cool, das will ich auf jeden Fall mal spielen. Das Gameplay endet jetzt hier mit 12:1. Ja, ich denke mal, es war jetzt nichts Besonderes, aber 12:1, das kann man ja schon mal schön ansehen. Ich wurde halt ein paar Mal wiederbelebt, bin einmal wirklich gestorben und habe 12 Kills gemacht. Ich denke mal, es gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall haben wir die, ja, Station gut verteidigt, denn ja, die haben ja nicht wirklich, sind nicht wirklich weit gekommen. Die sind schon gleich an der ersten Station sozusagen abgeschmiert. Und hier sehen wir nochmal die ganzen Sachen, die ich hier habe. Ich gehe da einfach mal schnell durch, das kennt ihr ja alle schon. Ja, 12 Kills, ja, Kills pro Minute 1,53. Okay, das geht so. Egal, mein Name ist MeaQuest und ich bin hier jetzt raus. Ciao.